Hallo, heute gibt es ein Zwischenvideo, ein ganz kurzes, zu einer wichtigen Situation, die im Erdgas bestanden hat. Und zwar geht es darum, dass ich hier zeigen kann, wie wichtig es ist, dass man die mentalen Stops beim Optionshandel auch wirklich dann umsetzt. Wir sehen hier den Erdgas-Chart, den Märzkontrakt. Und hier unten wurde ein Call verkauft, und zwar dieser Fünfer-Call hier oben. Der war meilenweit entfernt und ist es eigentlich ja noch immer. Wenn wir schauen, der ist ja noch immer 35% entfernt. Man sieht auch gut, die Idee, die ging nicht so wirklich auf und ich habe in einem Video gesagt, man kann mir vorwerfen, dass ich ja zu lange zugewartet habe. Ich habe nach meinen Money-Management-Regeln einfach dann hier an diesem Tag, an diesem Aufwärtstag einen Put dagegen gesetzt, der Preis schoss weiter nach oben und die Wolle zog an. Und hier bei dieser roten Linie an dem Tag, es war noch nicht einmal das letzte hochgebrochen, war dieser Call über 100% im Verlust. Die Prämie war $280 und geschlossen wurde der hier mit $370 ungefähr oder etwas mehr Verlust, weil durch den Wohlanstieg dieser Put eigentlich überhaupt kein Geld verdient hat, obwohl es hier doch noch etwas nach oben ging. Und ja, ich glaube, das waren nach Gebühren $6 Gewinn. Ich bin hier komplett rausgegangen mit diesem Strangle. Und man hätte jetzt ja hier sagen können, na gut, schauen wir uns das mal an. Der Preis ist ja immerhin noch ein gutes Stück entfernt. Versuche hier das nochmal darzustellen. Ich mache eine neue Linie. Hier also von diesem Niveau aus 39 an die 40%. Und jetzt will ich mal in den Option Trader reingehen und schauen wir uns an, was aus diesem 5er Call geworden ist. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Handelstage später, wo der Preis im Prinzip, man kann es einigermaßen erkennen, 5-6% weiter nach oben ging. Das Delta war an diesem Tag ungefähr 13 oder 14, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt schauen wir mal, gehen wir runter auf den 5er Call. Und man sieht es hier, wir haben hier 19er Delta und die letzte Ausführung, das waren $1.080. Das bedeutet, wir hätten hier einen Verlust von 1080 weniger. Schauen wir nochmal den Rückkauf, den letzten, das war hier für 0,07, also für 700. Nein, falsch, das war das Rückkauf, die Rückkauforder noch für 700, ja, was mir recht hoch vorkam an diesem Tag. Die Prämie waren ja 280, haben wir gesagt. Das heißt, wir hätten jetzt einen Verlust von $800. Ich bin hier eben mit Gesamt nicht ganz 400 Verlust rausgekommen. Und man sieht hier 4 Tage später, der Preis geht weiter, hätten wir den Verlust, oder ich hätte besser gesagt, den Verlust jetzt verdoppelt. $800, das will einmal verdient sein mit einem kleineren Konto. Da, also meine Gewinner-Trades, die liegen so mal bei, ich sag mal 100, 200, vielleicht mal $300 darüber. Das ist schon sehr selten. Die laufen dann auch oft viele Wochen oder auch manchmal ein, zwei Monate. Also das man kann sich auch so ausrechnen, wer ein 10.000er Konto hat, geben wir noch $200 Verlust dazu. $1.000, das wären schon 10%. Ja, und wenn man mit einem Konto mal 10% oder mehr Gewinn abschließt am Ende des Jahres, dann wären viele wahrscheinlich schon ganz zufrieden. Also ich hoffe, dass das ein bisschen ein Gefühl darüber vermittelt, dass mentale Stops sehr, sehr wichtig sind. Gleichzeitig hat man hier auch gesehen, wie viel Zeit man hat zu reagieren. Ja, also hier ging die Wolle ja noch zurück
Und der Call, der war auch auf dieser Strecke durchaus auch noch im Plus, aber manchmal kommt es einfach anders, als man das geplant hat. Und dann muss man konsequent aus dem Trade rausgehen. Das ist zumindest meine Meinung, denn das kann ganz viel Geld ersparen und andernfalls die Performance kaputt machen. Ich hoffe, ja, das war interessant für dich. Wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und ja, ansonsten wünsche ich noch gute Trades und bis zum nächsten Mal.